Hallo liebe Busfreunde, morgen ist es wieder soweit. Morgen gehen wir wieder campen mit dem VW-Bus und ich werde euch in diesem Video zeigen, wie man den Wasserkanister für den VW-Bus wieder sauber bekommt. Viel Spaß beim Zuschauen. Wer unseren Kanal kennt, unsere treuen Zuschauer, die wissen, dass wir einen Multivan haben. Das heißt, wir haben keinen California und auch keine eingebaute Küche, sondern wir nehmen immer einen Wasserkanister mit. Aber der muss auch ab und zu gereinigt werden. Und den Tipp, den ich euch jetzt gebe, den könnt ihr natürlich auch anwenden, wenn ihr einen California habt und eine fest verbaute Küche. Also, dieser Kanister muss ab und zu gereinigt werden, aber man kommt ja schlechter rein. Und es gibt einen kleinen, einfachen Trick, der jeder anwenden kann und das ist auch gar nicht teuer. Die Lösung sind handelsübliche Gebissreiniger. Ja, ganz genau, Gebissreiniger. Hier, die sind von Cookie Dent, aber da gibt es auch andere Firmen. Wir haben die bestellt von Cookie Dent. Da sind 99 Stück drin. Die kosten, glaube ich, 3 Euro. Mal kosten sie etwas weniger, mal ein bisschen mehr. Aber damit kommt man eine ganz gute Zeit lang zu Rande. Und da nehme ich dann 2 von diesen Tabletten raus. Und diese 2 Tabletten, die fülle ich einfach in den Kanister hinein. Und dann kommt Wasser drauf. Und dann lasse ich den Kanister über Nacht stehen. Auf der Packung steht zwar 3 Minuten für die Gebissreinigung, aber wir haben ja hier einen größeren Kanister. Den fülle ich dann jetzt mit Wasser und lasse den über Nacht stehen. Und schwupps, am nächsten Tag ist das Ding sauber. Das kann ich euch garantieren. Das haben wir öfter schon gemacht. Und ihr könnt ganz entspannt euer Wasser dann wieder aus dem Kanister rausplätschern lassen und müsst euch keine Gedanken machen, dass da irgendwelche ekligen Rückstände drin sind. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tipp einen kleinen Tipp geben und wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, eure Bulli-Fan. Ja, ich bin's nochmal. Auf YouTube wollen die Leute ja immer alles sehen. Also habe ich gedacht, ich filme nochmal, wie schön das aussieht, wenn das Wasser da drauf plätschert. Da unten könnt ihr die Tabletten sehen. Da unten liegen sie. Wenn da das Wasser drauf kommt, dann fängt das immer sehr schön an zu schäumen. Also ich drehe schon mal das Wasser auf. Rein damit. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da unten fängt es schon an, die Tabletten lösen sich auf und das fängt dann richtig schön an zu schäumen da drin. Das heißt, die Tabletten fangen an, ihre Arbeit zu verrichten und ihr müsst gar nichts weiter tun, nur das Wasser reinfüllen, bis der Kanister voll ist. Und dann würde ich euch aber noch einen kleinen Tipp geben. Bitte verschließt den Kanister nicht, sondern lasst den auf, weil die Tabletten anfangen zu schäumen und da kann sich dann ein gewisser Druck entwickeln. Und dann, wenn ihr den Kanister offen lasst, dann schäumt das einfach oben raus und dann wird hier oben das Gewinde wird dann auch noch mitgesäubert und so habt ihr dann auch keine Sauerei. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch viel Spaß auf euren weiteren Reisen. Viele liebe Grüße, ciao, eure Bulli-Familie.